Hallo, Professor Aschorin hier. Narzisstische Wut ist ein komplexes psychologisches Phänomen, das im Kontext von Narzissmus auftreten kann. Sie ist gekennzeichnet durch intensiven Zorn, Wutausbrüche und Aggressivität, die bei narzisstischen Persönlichkeitsstörungen sehr häufig sogar zutage treten. In diesem Video werde ich ausführlich darauf eingehen, wie narzisstische Wut entsteht, wie sie sich äußert und wie Betroffene am besten darauf reagieren können. Narzisstische Wut hat ihre Wurzeln in der narzisstischen Persönlichkeitsstörung, kurz NPS, die durch ein übermäßiges Selbstwertgefühl, einen Mangel an Empathie für andere und eine übertriebene Vorstellung von der eigenen Bedeutung gekennzeichnet ist. Menschen mit NPS haben oft ein fragiles, also zerbrechliches Selbstwertgefühl und sind äußerst empfindlich gegenüber Kritik oder Ablehnung. Die narzisstische Wut kann in Situationen auftreten, in denen diese fragilen Selbstbilder bedroht werden, sei es durch real oder vermeintlich abwertendes Verhalten oder Kommentare. Ein wichtiger Faktor bei der Entstehung von narzisstischer Wut ist die sogenannte Dysregulation der Emotionen. Das bedeutet, narzisstische Individuen haben oft Schwierigkeiten, ihre Emotionen angemessen zu regulieren. Das ist so ähnlich wie bei einem Kind in der Trotzphase. Das wird von jetzt auf gleich ein großes Drama machen, schreien, heulen, Wutanfälle haben, wenn es nicht das bekommt, was es gerade will. So ist das bei Narzissten auch. Die Ursache einer, nennen wir es Verstimmung, steht in keinem Verhältnis zu der gezeigten Emotion. Das heißt, die Narzissten erleben starke emotionale Schwankungen, insbesondere wenn sie mit Verletzungen ihres Selbstwertgefühls konfrontiert werden. Diese Verletzungen können aus enttäuschenden Beziehungen, dem Gefühl der Nichtanerkennung oder Kränkungen resultieren. Narzisstische Wut wird in der Regel durch bestimmte Auslöser oder Situationen hervorgerufen, die, wie ich das schon gesagt habe, das fragile Selbstbild eines narzisstischen Menschen bedrohen oder verletzen. Einige der häufigen Auslöser sind natürlich Kritik und Ablehnung. Kritik und Ablehnung ist einer der Hauptauslöser für narzisstische Wut. Wenn eine narzisstische Person das Gefühl hat, dass ihre Fähigkeiten, Leistung oder die Persönlichkeit angegriffen werden, kann dies zu einem heftigen Wutausbruch führen. Sie empfinden Kritik oft als persönlichen Angriff und sind nicht in der Lage, konstruktive Kritik von herabsetzender Kritik zu unterscheiden. Dann haben wir narzisstische Verletzlichkeit. Unter der selbstsicheren Fassade nach außen hin eines Narzissten verbirgt sich oft eine tiefe innere Verletzlichkeit und Unsicherheit. Diese Unsicherheit kann aus früheren traumatischen Erfahrungen oder emotionalen Vernachlässigungen stammen. Wenn diese Unsicherheit berührt wird, sei es durch einen vermeintlichen Verlust der Bewunderung oder des Status in den Augen anderer, kann dies narzisstische Wut auslösen. Dann haben wir Narzissmusversagen. Narzisstische Personen haben oft unrealistisch hohe Erwartungen an sich selbst und an andere. Wenn sie das Gefühl haben, diese Erwartungen nicht zu erfüllen, sei es beruflich, sozial oder emotional, kann dies zu intensiver Frustration und Wut führen. Sie lehnen es oft ab, Verantwortung für ihr eigenes Scheitern zu übernehmen und suchen stattdessen nach Schuldigen. Eifersucht und Wettbewerb. Narzisstische Personen sind oft wettbewerbsorientiert und versuchen, sich in vielen Bereichen als überlegen darzustellen. Wenn sie das Gefühl haben, dass jemand anderes in irgendeiner Weise erfolgreicher oder bewundernswerter ist, kann dies Eifersucht auslösen und zu narzisstischer Wut führen. Gefühl der Nichtanerkennung. Narzisstische Personen sind stark darauf angewiesen, bewundert und anerkannt zu werden. Wenn sie das Gefühl haben, dass ihre Leistungen oder Qualitäten nicht ausreichend gewürdigt werden, kann dies ihre Wut entfachen. Sie fühlen sich sehr oft missverstanden und unterbewertet. Narzisstische Menschen streben oft nach Kontrolle in ihren Beziehungen und ihrem Umfeld. Wenn sie das Gefühl haben, die Kontrolle zu verlieren, also einen Kontrollverlust zu erleiden, oder dass ihre Befehle oder Erwartungen nicht erfüllt werden, kann dies zu Wut und Frustration führen. Wir müssen über verletzte Eitelkeit sprechen. Narzissten haben oft eine übertriebene Vorstellung von ihrer eigenen Schönheit, Intelligenz oder besonderen Qualitäten.
Wenn ihre Eitelkeit verletzt wird, sei es durch Spott, Hohn oder Herabsetzung, kann dies starke emotionale Reaktionen, sprich die narzisstische Wut, auslösen. Es ist ganz wichtig zu verstehen, dass narzisstische Wut oft eine Schutzreaktion auf die Verletzlichkeit und Unsicherheit eines narzisstischen Menschen ist. Sie versuchen, ihr fragiles Selbstbild zu verteidigen und zu bewahren, indem sie Wut als Abwehrmechanismus einsetzen. Dies führt jedoch oft zu destruktiven Verhalten und kann insbesondere in Beziehungen eine erhebliche Belastung darstellen. Der Umgang mit narzisstischer Wut erfordert Geduld, Empathie und kluge Strategien, um Konflikte zu minimieren und gesunde Grenzen zu setzen. Narzisstische Wut kann in verschiedenen Formen auftreten und variiert von Person zu Person. Hier sind für Sie einige gängige Merkmale und Ausdrucksformen narzisstischer Wut. Natürlich haben wir zuerst Aggressivität und Wutausbrüche. Narzisstische Personen können unkontrollierte Wutausbrüche erleben, die von lauten Schreien bis zu physischer Gewalt reichen können. Sie reagieren oft übertrieben auf Kritik oder Ablehnung und können diese als persönlichen Angriff interpretieren. Anstatt die Verantwortung für ihr eigenes Verhalten zu übernehmen, neigen narzisstische Individuen dazu, anderen die Schuld für ihre Probleme zuzuschieben. Sie projizieren ihre eigenen Unzulänglichkeiten auf andere und suchen nach Sündenbocken. Narzisstische Wut kann sich auch in rachsüchtigen Verhalten äußern, indem sie versuchen, diejenigen zu bestrafen, die sie verletzt haben, sei es emotional, sozial oder beruflich. Dabei kennen sie in ihren Rachegelüsten keine Grenzen. Narzisstische Personen können versuchen, andere zu manipulieren und zu kontrollieren, um ihre eigenen Bedürfnisse und Wünsche zu erfüllen. Dies kann durchaus besondere Formen annehmen, nämlich emotionale Erpressung, Schuldgefühle generieren oder auch passiv-aggressives Verhalten zeigen. Unter der Oberfläche der Wut liegt oft ein tiefes Gefühl der Verletzlichkeit. Narzisstische Personen versuchen, diese Verletzlichkeit zu verbergen und stattdessen eine Fassade der Stärke und Selbstsicherheit aufrechtzuerhalten. Wenn man mit narzisstischer Wut konfrontiert ist, gibt es einige bewährte Strategien, die helfen können, die Situation zu bewältigen. Erstens, bitte bewahren Sie Ruhe. Es ist wichtig, in der Gegenwart eines wütenden Narzissten ruhig zu bleiben. Auf Provokationen oder Angriffe sollte man nicht impulsiv reagieren, sondern seine Emotionen kontrollieren. Also bitte Ruhe und Gelassenheit. Auch wenn es Ihnen schwerfällt, auch wenn Sie auf der emotionalen Schiene getriggert werden. Setzen Sie Grenzen. Es ist wichtig, klare Grenzen zu setzen und darauf zu bestehen, dass respektvolles Verhalten akzeptiert wird. Narzisstische Personen müssen verstehen, dass sie nicht mit unangemessenen Verhalten davonkommen können. Sie können dann sagen, es ist nicht in Ordnung, dass du mich jetzt beleidigst. Machen Sie sich bitte klar, dass Sie nicht der Grund für den Wutanfall sind. Lassen Sie sich also auch bitte keine Schuldgefühle einreden. Akzeptieren Sie die Gefühle des Narzissten bzw. der Narzisstin, anstatt sie in Frage zu stellen. Sie haben da nämlich keine Chance. Der Narzisst ist quasi in Rage. Das heißt, voll auf der irrational-emotionalen Schiene. Mit Sachargumenten oder dem Versuch, ein Gespräch, eine Diskussion zu versachlichen und zu sagen, jetzt komm mal runter, jetzt lass uns doch mal ganz sachlich miteinander sprechen, werden sie scheitern. Das heißt, wenn der Narzisst in seinen Wutrausch kommt, haben sie es sehr schwer, diesen Menschen da wieder runterzubekommen, so wie das in normalen Konfliktsituationen der Fall ist. Gehen Sie auch nicht auf Vorwürfe ein. Der Narzisst wird sehr schnell in seinem Wutrausch versuchen, eine Schuldumkehr zu betreiben. Das heißt, nicht er ist schuld daran, was gerade passiert oder wie sie sich benimmt, sondern Sie sind schuld. Und er wird Ihnen einen Haufen an Vorwürfen machen, um sozusagen von sich selbst abzulenken. Gehen Sie darauf nicht ein. Reagieren Sie auch nicht auf Bestrafungsversuche. Der Narzisst neigt dazu, mit Liebesentzug, mit Silent Treatment, also Schweigen, sie zu bestrafen und dazu zu bringen, dass sie sozusagen wieder angekrochen kommen. Lassen Sie es
an sich abperlen. Und ganz wichtig ist, wenn der Narzisst in einem Wutrausch ist, wenn da die, ich hätte jetzt fast Argumente gesagt, aber es sind ja gar keine Argumente, sondern Beschuldigungen hin und her fliegen, tun Sie bitte niemals eins, nämlich, dass Sie sich entschuldigen. Denn wenn Sie sagen, auch nur ansatzweise, es tut mir leid, das, haben Sie nur einen Effekt. Nämlich, Sie bestätigen den Narzissten darin, dass sein Verhalten gerechtfertigt ist. Und das nimmt er dann zum Anlass, um noch einen draufzusetzen und noch einen draufzusetzen. Stattdessen, wenn Sie merken, das Gespräch aufgrund dieses Wutanfalls gerät außer Kontrolle, beenden Sie das Gespräch. Wenn Ihr Gegenüber immer mehr in Rage kommt, beenden Sie das Gespräch. Sie können dann ganz einfach sagen, ich glaube, wir kommen an diesem Punkt nicht weiter. Hier ist im Moment viel zu viel Emotion im Spiel. Ich schlage vor, wir brechen an dieser Stelle das Gespräch ab. Aber ich biete dir an, dass wir uns in Ruhe und sachlich aussprechen können, wenn du dich dazu bereit fühlst. Wichtig für Sie ist, alleine ist so etwas unheimlich schwer zu bewältigen. Das heißt, suchen Sie sich bitte Unterstützung. Der Umgang mit narzisstischer Wut kann emotional belastend sein. Es ist ratsam, Unterstützung von Freunden, Familien, einen Coach oder Therapeuten zu suchen, um mit den Herausforderungen umzugehen. Wenn Sie in einer Beziehung mit einer narzisstischen Person stehen, kann es sehr hilfreich sein, dass Sie Ihre eigenen Bedürfnisse und Grenzen reflektieren. Die Pflege des eigenen Selbstwertgefühls und die Auseinandersetzung mit eigenen Mustern sind wichtige Schritte. Dazu gehört auch, dass Sie sich professionelle Hilfe suchen. Insbesondere, wenn die narzisstische Wut schwerwiegend ist oder Sie in Beziehungen sind, die toxisch sind, dann kann es sehr, sehr ratsam sein, sich professionelle Hilfe zu suchen und in Anspruch zu nehmen. Das heißt, Sie können das Verhalten, die belastenden Situationen mit jemandem Dritten, der ein Stück weit objektivierter ist in seiner Betrachtung, als es der eigene Freundeskreis oder die eigene Familie ist, können Sie analysieren, können Sie besprechen und Sie können hilfreiche Ratschläge bekommen, wie Sie Kommunikation verbessern können und wie Sie diese toxischen emotionalen Dynamiken bewältigen können. Insgesamt ist der Umgang mit narzisstischer Wut eine komplexe Aufgabe, die Geduld, Selbstreflexion und professionelle Unterstützung erfordert. Es ist wichtig zu verstehen, dass Menschen mit narzisstischen Persönlichkeitsstörungen oft tiefe innere Konflikte und Unsicherheiten haben, die ihr Verhalten und ihre Reaktion auf die Welt um sie herum beeinflussen. Narzisstische Wut ist komplex. Sie können diese narzisstische Wut auf Dauer nicht ertragen. Das muss ich jetzt an der Stelle und deshalb meine Gedankenpause auch mal klar sagen. Denn es ist emotional und für das eigene seelische Wohlbefinden unheimlich schwer, immer sozusagen ruhig zu bleiben, auf diesen intensiven Zorn, diese Wutausbrüche, diese Aggressivität mit Gelassenheit und Ruhe zu reagieren. Das nagt an ihnen. Das macht sie auf Dauer, spielt sie das kaputt. Deshalb überlegen Sie gut, wenn Sie in so einer Situation stecken, in der es häufig zur narzisstischen Wut kommt, ob Sie wirklich willens sind, das auf Dauer zu ertragen und mitzumachen. Sie haben auch die Möglichkeit, und das ist in toxischen Beziehungen die beste Möglichkeit, sich ganz intensiv mit der Trennungsoption auseinanderzusetzen. Und diese Trennung auch planvoll vorzubereiten. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dieses Video anzuschauen. Wenn es Ihnen gefallen hat, bitte ich um einen Daumen hoch oder abonnieren Sie den Kanal. Wenn Sie Erfahrungen mit narzisstischen Wutausbrüchen haben, dann freue ich mich sehr über Ihre Kommentare und Erfahrungsberichte. Die sind unheimlich wertvoll für mich.
Ansonsten möchte ich Ihnen sagen, bleiben Sie bitte stark, bleiben Sie gesund, Ihr Professor Aschok-Rihm.